Haben Sie einen kleinen Moment Zeit? Und jetzt denn? Ich bin Fotograf. Ich mache spontane Fotos von Menschen, die ich so auf der Straße treffe. Aha. Und ich finde, Sie sehen ziemlich cool aus. Wenn Sie wollen, mache ich schnell ein Foto von Ihnen. Ja? Ja? Soll ich mich hinstellen? Bleiben Sie mal hier stehen. Ja, perfekt. Zeigst du Ihnen mal, es ist ein bisschen nass. Die sind noch neu. Die sind ungenutzt. Ja? Dankeschön, dankeschön. Oh, cool. Schön. Wo werden die veröffentlicht? Ich würde so ein kurzes Video auf Social Media hochladen. TikTok, Instagram, Facebook. Wäre das okay für Sie? Ja. Also jetzt die Situation mit den Fotos. Kein Problem. Wenn Sie wollen, könnte ich Ihnen jetzt auch noch schnell eins ausdrucken. Ich habe einen kleinen Drucker mit. Ehrlich? Ja. Super. Wollen wir das machen? Ja, machen wir. Schick rein. Kommen Sie aus Frankfurt? Nein, ich bin Berliner. Aber ich bin kurz vor der Mauer, 1958, bin ich nach Frankfurt gekommen. Was halten Sie von dem? Ja, wunderbar. Nehmen wir das? Ja, das nehmen wir. Ja, echt cool. Super. Was alles heute geht, das ist unglaublich. Ich brauche mal meine Enkel. Die müssen mir immer bei so Sachen helfen. Wenn ihr Computer nicht will, dann lachen die sich immer tot. Das ist doch ganz einfach. Ich sage, ja, das habe ich zu meinem Vater früher auch gesagt. Ja? Dass ja. Der rückständig ist. Ne? Wenn Sie wollen, können Sie die dann mal fragen, ob sie Ihnen das Video zeigen, was ich hochlade. Ja. Oh, das wird, glaube ich, sehr schön, das Foto. Ich schreibe mal fest. Danke. So heißen die Accounts und ich schreibe Ihnen mal meine E-Mail-Adresse dazu. Super, danke schön. Und das ist das Foto, das schenke ich Ihnen. Oh, danke. Ist, glaube ich, ganz schön geworden. Das ist sehr schön. Wenn Sie wollen, können Sie die weißen Ränder dann noch abknicken. Ja, ja, klar. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Wenn Sie dazu schreiben, 85, ja? 85? 39 geboren. Wahnsinn. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich habe eine junge Freundin. Sie hält mich jung. Haben Sie ein Geheimnis? Ja. Wie man so fit ist in dem Alter noch? Viel Bewegung bei frischer Luft. Also ich bin Radsportler, ich bin früher Radrennen gefahren, was nicht so gesund ist. Ja? Und gute Ernährung, also keine Wurst und keine Fertigprodukte, also alles möglichst frisch. Und immer Optimismus. Super, danke Ihnen. Ciao.